Ja, den Startschuss in den niederösterreichischen Wahlkampf hat die SPÖ schon gestern hier in St. Pölten pompös und originell gegeben. Heute wird die ÖVP nachziehen. Um 10 Uhr tritt Johanna Mikl-Leitner, die Landeshauptfrau, die in die Fußstapfen von Erwin Bröll getreten ist, vor 9 Monaten etwa vor die Kameras, gemeinsam mit 8 Regierungsmitgliedern, und wird ihrerseits ihren Wahlkampf für eröffnet erklären. Geschätzte Regierungskolleginnen und Regierungskollegen, geschätzter Herr Klubobmann, Herr Präsident, vor allem aber meine sehr verehrten Damen und Herren der Medien. Am 19. April vergangenen Jahres wurde ich vom Niederösterreichischen Landtag zur Landeshauptfrau von Niederösterreich gewählt. 264 Tage sind seither vergangen. 264 Tage, an denen ich gemeinsam mit meinem Team und mit den niederösterreichischen Landsleuten für unser Niederösterreich arbeiten durfte. 264 Tage, an denen ich unzählige Gespräche mit unseren niederösterreichischen Landsleuten geführt habe. Sehr spannende und sehr inspirierende Gespräche. Gespräche, die mir neue Ansätze, neue Ideen und neue Perspektiven ermöglicht haben. Und diese Arbeit, die wir in den letzten Monaten erledigt haben, die kann sich sehen lassen. Wir sind ein Land mit der höchsten Kaufkraft. Und wir sind das Land mit der niedrigsten Armutsgefährdung. Wir in Niederösterreich, wir haben Rekordbeschäftigung. Wir haben vor allem auch die höchste Senkung der Arbeitslosenrate der letzten 6 Jahre. Unsere Wirtschaft wächst deutlich. Unsere Wirtschaft wächst über dem Bundesdurchschnitt. Wir verzeichnen so viele Betriebsansiedelungen wie nie zuvor. Niederösterreich ist das Land mit der höchsten Kriminalitätssenkung. Und 9 von 10 Landsleuten sagen, Niederösterreich hat eine hohe Lebensqualität. Und ich möchte vor allem heute auch Danke sagen. Danke sagen an all jene, die auf unterschiedlichste Art und Weise in den unterschiedlichsten Funktionen zu diesem Erfolg beigetragen haben. Ich möchte Danke sagen über die Parteigrenzen hinweg jedem Einzelnen, der zu diesem Erfolg seinen Anteil beigetragen hat. Wir haben gerade in den letzten Monaten wichtige Entscheidungen getroffen. Entscheidungen über die Parteigrenzen hinweg. Und ich darf Ihnen heute dafür auch stellvertretend einige Beispiele nennen. Mit dem Beschäftigungspakt investieren wir bis zum Jahr 2020 1,3 Milliarden Euro in beschäftigungspolitische Maßnahmen, in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die einfach Arbeitsplätze schaffen, sichern und Arbeitsplätze halten in unserem Land. Mit dem Mobilitätspakt investieren wir bis 2022 3,3 Milliarden Euro. 3,3 Milliarden Euro, damit vor allem unsere Verkehrswege schneller und die Fahrzeiten kürzer werden für unsere Landsleute. Mit unserer Landarztgarantie sichern wir die bestmögliche Gesundheitsversorgung in allen Regionen Niederösterreichs. Und mit unserem Sicherheitspakt holen wir 700 zusätzliche Polizistinnen und Polizisten nach Niederösterreich, damit Niederösterreich noch sicherer wird. Geschätzte Damen und Herren, vom ersten Tag war es mir wichtig, auf einen neuen Stil des Miteinanders zu setzen. Auf ein Miteinander über alle politischen Parteien hinweg, auf ein Miteinander mit unseren niederösterreichischen Landsleuten. Und für mich steht außer Frage, dass wir nur im Miteinander mehr für Niederösterreich erreichen können. Dass wir vor allem in dem Miteinander auch alle Herausforderungen, die vor uns liegen, bestens bewerkstelligen werden können. Und deshalb möchte ich auch betonen, was mir besonders am Herzen liegt. So positiv, wie wir die Zukunft Niederösterreichs gestalten wollen, so positiv wollen wir auch den Wahlkampf, Landtagswahl 2018, gestalten. Wir werden unser Programm, das wir mit unseren Landsleuten für unsere Landsleute erarbeitet haben, in den Mittelpunkt dieses Wahlkampfes stellen. Wir wollen die Menschen mit guten Ideen überzeugen.
die das Land auch auf Erfolgskurs halten.